Yeah, nochmal Artificial Intelligence and Algorithms of Current Aligner Systems. Wir sprechen auch über unterschiedliche Aligner-Systeme. Am Ende des Tages kommt es aber immer darauf an, dass der Fall vernünftig programmiert ist, egal welches System ich verwende. Ein Behandlungsplan ist eine Symbiose aus Algorithmen, Artificial Intelligence und natürlich dem Techniker, der das Ganze umsetzt. Die heutige Software ist noch nicht so weit, die richtigen Prioritäten für den Arzt und für den Patienten zu setzen. Eigentlich könnte ich today's Software ersetzen durch Software, weil die Software wird nie so weit sein können. Sie kann ja nur so gut sein, wie sie am Ende gefüttert ist. Und wenn sie richtig gefüttert ist, dann ist es unglaublich, was man mit der Software machen kann. Und hier haben wir jetzt mal einfach ein ganz simples Beispiel. Alles, was überhalb der Gingiva ist, ist die klinische Krone. Und was macht die Software? Die setzt hunderttausende kleine Fixpunkte, Punktewolken auf diese klinische Krone. Und jetzt berechnet eine künstliche Intelligenz beziehungsweise ein Algorithmus, ob das so richtig ist oder ob das nicht richtig ist, wie diese klinische Krone insgesamt steht. Das bedeutet, der Zahn wird jetzt mit verschiedenen Achsen versehen, der wird mit Rotationszentren versehen und so weiter und so fort. Am Ende läuft eine Software drüber und kalkuliert einfach ein perfektes, eugnates Endergebnis im Sinne der künstlichen Intelligenz. Hier sieht man jetzt einfach mal ein ganz kleines Beispiel, was die Software so macht. Die setzt jetzt einfach, ist ganz einfach, ganz viele Punkte. Die Punkte werden miteinander verbunden. Dadurch entstehen im Endeffekt so eine Art Punktewolken. Und der Rest ist fiktive Berechnung, einfach Kalkulation. Ja, und jetzt sieht man hier einfach mal einen Beispielfall. Und das würde die Software jetzt erkennen. Da würde sie sagen, okay, an diesen, da wo die Punkte zu sehen sind, da ist ungefähr das Rotationszentrum. Da wo die Striche zu sehen sind, das ist ungefähr die Achse, wie der Zahn steht. Man kann dadurch auch schon relativ gut sehen, okay, wie stark müsste jetzt die Abweichung sein zu dem, wo wir einmal hinwollen. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn wir so viele unterschiedliche Kalkulationsfaktoren in der Software haben, dass wahrscheinlich nur noch jemand auf den Knopf drücken müsste und wie von Geisterhand würden sich dann alle Zähne in das ideale Setup bewegen. Aber es gibt ja noch so viel mehr zu bedenken. Wie alt ist der Patient? Wie sind die Approximalkontakte über die Jahre? Wie haben die sich eingeschliffen? Wie ist wirklich die exakte Interkuspidation im Molarenbereich? Wenn ich einen 50-jährigen Patienten habe, dann wird der wahrscheinlich, wenn er eine saubere Klasse 1-Verzahnung hat, vollkommen glücklich sein mit seinen leicht derotierten und nicht achsgerecht stehenden Prämolaren, um mal ein Beispiel zu nennen. Und das sind natürlich so viele Faktoren, die hier jetzt noch mit reinzählen, dass wir ein bisschen aufpassen müssen, ob wir die Kalkulation jetzt der Software überlassen. Also diese Mikrobewegung, und das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir schauen uns, und das ist wahrscheinlich so ein typisches Zahntechniker-Ding, wir schauen uns die Fälle immer aus oral-palatinaler Sicht an. Wir schauen von innen rein, weil wir das gewohnt sind, mit einem Artikulator zu arbeiten und einfach genau zu gucken, wie ist denn wirklich die Interkuspidation der Molaren. Und wenn wir aus dieser Perspektive uns Fälle anschauen, stellen wir ganz häufig fest, da ist ja Bewegung in Bereichen, wo es gar nicht unbedingt notwendig wäre. Und das muss analysiert werden. Und wir zeigen gleich mal, wie man das am besten analysiert. Das ist ein ganz einfacher, aber klassischer Fall. Und schauen Sie sich bitte mal ganz genau die Interkuspidation der Molaren an. Und das ist aber das ist ein Klassiker. Also das ist ein, ich drücke nochmal auf Start. Das ist so ein ganz klassischer erster Clean-Check, wie man ihn erhält. Und wichtig ist zu verstehen, wie ist denn die tatsächliche Interkuspidation im Molarenbereich? Und wenn ich sowas Schönes hier sehe, wenn ich so einen super, sauber, satt verzahnten, eine so schöne Interkuspidation erkenne, die kann nicht besser sein, als sie jetzt ist bei den Sechsern. Und die soll
auch nicht verändert werden.